Ja Leute, willkommen zurück zu Darksiders 2. Natürlich, immer noch in der Narbe und wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben, wollten mal hier reinfahren. Und hier rüber, wir sehen aber oben rechts noch... eine Truhe auf der Minimap. Und sehen hier, kommen wir da irgendwie da hoch. Wir probieren das mal. Todesgriff ist ausgerüstet. Na, das klappt ja bestens. Das war jetzt auch wirklich Zufall, dass ich das entdeckt habe. Weil ich auch nicht mehr wusste, dass das so funktioniert hat. Unmöglich. Aber prima, wir haben die Truhe geknackt. Gucken erstmal, was wir so im Inventar haben. Nichts Besonderes bekommen hier. Oh, Zweitwaffen sind mal wieder voll. Wir müssten mal wieder dringend verkaufen. Das wäre mal nötig. Hier auch nichts. Das nicht besser, das nicht besser. Ihr seid nicht wirklich besser. Ihr auch nicht und ihr auch nicht. Irgendwie ja auch nicht. Und das Amulett auch nicht. Und die Erstwaffen, also die Sensen auch nicht. Okay. Ich kann nicht. Ja, du kannst nicht. Was kannst du überhaupt? Das hat ja hervorragend funktioniert. Naja, immerhin können wir wieder... können wir wieder hier anfangen. So, und jetzt geht's hier oder hier lang. Ach, hier werden wir nicht hinkommen. Also springen wir hier hin. Und gucken erstmal hier drüben. Nicht, dass hier vielleicht irgendwas ist. Aber das hätten wir ja dann auch eben gesehen. Jetzt haben wir hier... eine Tür mit rechts und links noch zwei Truhen. Und einem Speicherpunkt. Wie schön. Unmöglich. Yo. Für den Fall der Fälle, dass wir hier verkacken. Beziehungsweise heißt verkacken, dass wir hier... Alter Schwede. Also volle 5 Heiltränke aus beiden Truhen. Also können wir hier bei... können wir hier noch Heiltränke ohne Ende einsetzen. Müssen uns nur merken, dass sie hier sind. Na, wenn das mal nicht nach einer Arena aussieht. Hallo? Ah, der kluge Gorn. Hilfe. Ja, schon wieder. Gorn ist unzerstörbar. Von wegen, das habe ich gesehen. Gorn hat aber ein paar fiese Feuerattacken drauf, denen ich gerade überhaupt nicht ausweichen kann, weil die mich quasi gefangen haben. Knochen, bring Gorn Knochen. Was? Unsere Kugeln sind so cool. Wir nehmen mal einen Heiltrank, weil, ne? So, dann finishen wir mal. Ich kann nicht. Das war jetzt nicht gar so schwer. Dadurch, dass wir tatsächlich ja, sehr hoch gelevelt sind oder waren. Nee, was heißt waren? Wir sind ja immer noch. Handschuhe. Ich kann nicht. Sind das Handschuhe? Vielleicht sind es auch Faustschilde.
Weil bei Handschuhe haben wir noch Platz und bestimmt Faustschilde. Jo, wir können auch nichts opfern. Wir müssten diese ganzen dunkler Rächer und Gewalt von Karkinos, die nehmen halt echt ziemlich viel Platz im Inventar weg. Diese ganzen speziellen Waffen. Deswegen, das sind auch nur grüne. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal liegen und wir begeben uns schleunigst zu irgendeinem Händler und verkaufen erstmal alles, was wir hier haben. Hoch. Danke. Nehmen uns da vorne noch einen Heiltrank mit. Brauchen auch nicht noch einen nehmen, sind voll mit Energie. Oder ging's da hinten irgendwo raus? Nee. Das heißt, einen stecken wir uns ein. Hep. Jetzt sind die beide weg, da waren noch zwei drin. Ich kann nicht. Ja, er kann nicht. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben wir hier im Dungeon tatsächlich, wir gehen nochmal kurz die Karte durch. Tatsächlich soweit alles, jo, geholt, was es zu holen gab. Sehr schön. Das gefällt mir. Ja. Da hätte ich wohl nicht an der Wand langlaufen sollen, sondern einfach rüberspringen. Ja, dadurch, dass wir jetzt, übrigens fällt mir gerade auf, dadurch, dass wir jetzt die Sensen mit Gesundheit bei kritischem Treffer verzaubert haben, haben wir da natürlich jetzt gerade nicht so wirklich die Riesenverwendung für die Krähen. Hallo? Obwohl ich die auch mal einsetzen müsste. Ich habe allerdings beim letzten oder vorletzten Mal, wo ich sie eingesetzt habe, auch gar nicht so richtig gecheckt, beziehungsweise habe sie gar nicht richtig gesehen, wo und wie sie überhaupt arbeiten und funktionieren. Aber jetzt geht es erstmal raus aus der Narbe. Und... ach genau, wir wollten ins Reich der Toten und wollten noch Truhen sammeln, da wir jetzt den Leereläufer haben. Da wir ja jetzt den Leereläufer haben. So, ach so, wir können ja schnell reisen. Aber wir müssen natürlich erstmal nach Dreistein und die Quest logischerweise abgeben. Beziehungsweise der Tasmanin, wie komme ich denn da drauf? Der Schamanin Bescheid sagen, dass alles wieder gut ist. Und dass wir Gorn, die klügste Kreation aller Zeiten, eindeutig besiegt haben. Und dann gucken wir mal, was wir, wie gesagt, im Reich der Toten noch so absahnen können. Jetzt reden wir aber erstmal mit der Schamanin, deren Namen ich ständig vergesse. Der Funke des Lebens. Was war die größere Sünde? Ein Monster zu erschaffen? Oder dich zu schicken, um es zu töten? Wie auch immer, es ist beendet. Dann hat Gorns Albtraum endlich ein Ende gefunden. Ich kann noch den Funken des Lebens in ihm brennen sehen. Er verwandelt ihn zu Asche. Möge der Stein uns vergeben, Reiter. Mir selbst kann ich nicht vergeben. Okay. Talismane und Tränke. Oh, Fähigkeitenpunkt erhalten. Vermutlich, weil wir eine Stufe aufgestiegen sind, oder war das eine Belohnung? Alter Schwede, wie cool. Etwas bedrückt dich. Wie cool. Nee, eigentlich gerade nicht. Was alt war, ist wieder neu. Ich wollte nur mal gucken, was ich dir so alles verkaufen kann. Ich werde dies dem Wald. Den kann ich dir verkaufen. Den. So, die werde ich ja alle behalten. Wir können hier bei dir eigentlich alles verkaufen, ne? Da müssen wir nicht nochmal einen anderen Händler aufsuchen. Ich werde es verwenden, so gut. So. Vielen Dank. Aber gerne doch. Ja, und diese ganzen... ich weiß ja nicht. Ich meine, die bringen jetzt auch nicht so übermäßig viel Gold, aber sie nehmen halt unglaublich viel Platz weg.
Ich werde es verwenden. Vielen Dank. So, na gut, wir haben auch jede Menge Zweitwaffen, die wir jetzt verkaufen. Also das passt schon ganz so, mehr oder weniger. Dann kannst du weg. Dann kannst du weg. Und du weg. Die Magusrobe, die Magusrobe, das Gewand. Streunergewand. Ich gucke mir die alle natürlich nochmal kurz an. Nicht, dass da jetzt doch was dabei ist, was ultra gut ist. Vielen Dank. Bitteschön. Handschuhe. Magushandschuhe, Handschuhe. Verwüsterschoner haben keinen kritischen Schaden, keine Kraft. Ich werde dies dem Wald anbieten. Mach doch. Söhrchen. Dann hier noch. Ich glaube, nach grünen Gegenständen, also wenn, dann sind es blaue, wahrscheinlich eher die lilanen, die uns da noch irgendwas bringen könnten. Die ich aber werde nicht es verwenden, so gut. Die nicht, und die nicht, und die nicht, und. Nee, die sind auch alles in allem schlechter. Vielen Dank. Und die sind auch schlechter. Na gut, dann sind wir hier alles losgeworden, haben wieder über 400.000 Gold. Und können jetzt mal gucken, ob sie vielleicht talismantechnisch irgendwas da hat. Nee, aber nichts, was uns da... Nö, das können wir alles so lassen. Reiter, viel Glück. Vielen Dank, Schamanin, deren Name ich nicht mehr weiß. Jetzt aber gleich wieder aufs Kärtchen. Und ja, ab zurück zum Baum des Lebens. Aber nur, wenn wir auch die richtige Taste drücken. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt machen wir noch einen Abstecher ins Reich der Toten. Da könnten wir auch noch mal kurz in den Dungeon reingehen, wo wir relativ am Anfang noch ein Relikt haben liegen lassen. Mal schauen. Im Ausguck der Wache war das. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das war ziemlich fies versteckt. Und aber tatsächlich relativ am Anfang. Deswegen würde ich sagen, dass wir das wirklich noch holen. Ansonsten haben wir jetzt Nebenquest technisch. Müssen wir nur noch ins Labyrinth des Seelenlenkers. Ah, in welchem Dungeon war denn das, wo wir diese Probleme hatten, an diese eine Truhe zu kommen, wo ihr mir ja geschrieben habt, wie das funktioniert, wo ich ums Verrecken nicht drauf gekommen wäre. Ah, es fällt mir nicht ein. Deswegen erstmal, wir haben... War das hier? Nee, das war am Ende im Knochenspalt. Wir haben erstmal hier dann noch eine Truhe, die es zu holen gilt. Das ist auch die letzte Truhe hier noch. Dann reisen wir auf jeden Fall mal zum Ausguck der Wache. Gehen da noch kurz rein, holen das Relikt noch ab, wenn wir schon mal hier sind. Und dann überlege ich, in welchem Dungeon das war. War das beim abgesetzten König? Nee, das war in der Stadt der Toten. Das müsste in der Stadt der Toten gewesen sein. Hier konnten wir diese Dinger nicht zerstören, als wir hier reingegangen sind, weil das Spiel irgendwie ziemlich buggy war zu dem Zeitpunkt. Oder nur speziell in dieser Szene. Ansonsten ist das Spiel eigentlich tatsächlich sehr wenig von Bugs betroffen. Also ziemlich solide auf den Markt gekommen, ohne wirklich noch mörderisch viele Patches, nötig haben zu müssen. Klar, ein bisschen was wird immer gepatcht, dann wird hier noch was verbessert, dann wird am Balancing noch geschraubt und. Aber das sind ja Kleinigkeiten, die sich dann auch tatsächlich erst ergeben, wenn man ja Feedback von den Käufern bekommt, von den Spielern.
Okay, so ein paar Gegner respawnen wieder und das Relikt war hier oben. Und war echt ein bisschen gemein insofern, weil es wirklich, ihr seht es vielleicht hinter der Lampe oder hinter der Leuchte, da ist es versteckt. Es ist jetzt auch nur ein Relikt von Etugut, was uns also lediglich ein bisschen Kohle bringt. Sonst nix. So, das Skelett hauen wir noch weg. Und dann geht's hier wieder raus. Und dann ist die Frage, gehen wir nochmal in die Stadt der Toten, weil ich will euch das schon gerne noch zeigen. Und ich will natürlich mir selber die Truhe auch endlich mal holen. Deswegen könnten wir das ja eigentlich machen. Spricht ja nicht wirklich was dagegen, dass wir das tatsächlich probieren. Machen wir das. Erstmal holen wir jetzt hier an der Oberfläche die Truhe. Dann ist die, haben wir die Folge durch und dann kann ich mir mal Gedanken machen, ob wir das nun noch holen oder ob ich euch am Anfang der nächsten Folge vielleicht sogar, was auch ganz eine ganz gute Idee wäre, dass ich euch quasi direkt dort begrüße, in der Stadt der Toten, bei eben dieser Truhe. Können wir auch machen. Jetzt reisen wir aber erstmal, wo war denn die Truhe? Wir reisen nirgendwo hin. Sondern wir schwingen uns auf unser Pferdchen und reiten. Hallo. Bam. Oh, das war saftiger Schaden mit 3000. Kann sich sehen lassen. Ne? Zack. Hoffentlich reite ich hier überhaupt richtig. Glaube aber schon. Auf jeden Fall noch ein paar Speicherpunkte. Wir haben uns hier schon einmal ziemlich genau umgeguckt. Und sind aber absolut hier sowas von dermaßen auf dem richtigen Weg. Das war wieder männlicher Schaden. Und der nächste Level. Ach, hier Fähigkeitenpunkt. Da war ja was, ne? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Wir reiten erstmal hier runter. Ich muss alleine gehen. Ja, ja, habe ich vor. Denn hier war noch eine Truhe, für die wir den Leereläufer brauchen. Deswegen rüsten wir ihn auch gleich mal aus. Ich wollte gerade sagen, ich habe da doch ein Skelett gehört. Noch eins. Vielleicht noch eins. Hier drüben waren auch welche. Sag ich ja. Noch nicht wieder richtig auf dem Bein und schon wieder in alle Einzelteile zerlegt. So, können wir denn jetzt mal hier in Ruhe? Danke. Einmal hier. Und was Aufgeladenes hier. Und dann geht's los. Ah. Man sollte auch RT drücken, wenn es da steht. Ach ja, ich rüste einfach mal den Todesgriff aus. Ich habe das Gefühl, wenn der ausgerüstet ist, geht das alles ein bisschen flüssiger von der Hand. Ah. Pistole, den habe ich ja gar nicht gesehen. Den konnte ich von unten auch nicht sehen, oder? Was haben wir eigentlich? Wie sieht es eigentlich mit den Steinen aus? Sag mal. 8 und 5 und 4, da können wir eigentlich auch wieder was machen, ne? Da könnten wir auch mal wieder hin. Lalalala. So, wir brauchen hier wieder unsere Steingestalt. Hallo, lass mich durch. Gehe ich halt hier lang. Und hier drauf. Und wechsle mit dir. Jetzt müssen nämlich oben offen sein. Oh, ich habe den Todesgriff hier nicht ausgerüstet. Das geht wieder nicht gut. Sag ich ja. So. Ach, das ist aber auch immer... Hallo? Das ist so kurz auf dem Bildschirm. Na, jetzt aber. Und hier ist offen. Na bitte. Schwere Geburt. Dafür gab es aber immerhin eine legendäre Rüstung. Die
nicht besser ist als die, die wir angelegt haben. Nun gut. Einmal Kommando zurück. Und ich würde sagen, mit Gegnermusik, obwohl überhaupt keine Gegner hier sind, zerstören wir noch den Kerzenständer. Und da mache ich an dieser Stelle einen Cut und überlege mir mal, ob ich euch vielleicht dann am Anfang der nächsten Folge direkt in der Stadt der Toten abhole, wo wir uns dieser ominösen Truhe widmen, die wir vor etlichen Folgen ums Verrecken nicht gefunden haben. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, wo auch immer wir uns dann am Anfang der nächsten Folge wiedersehen. Also, horido!